Hallo und herzlich willkommen zurück zu Equinox. Im letzten Part haben wir es immerhin geschafft, alle Tokens noch einzusammeln. Gerade so kurz bevor der Part vorbei ist, haben wir ihn gefunden, den letzten. Und ja, wir haben es noch bis zum Boss geschafft. Und ja, dort ist er. Das ist er. Eine Säule. Eine kunterbunte Säule. Inka-mäßig, nicht wahr? Ja, total easy, Mann. Aber wie gesagt, der Boss, der mag zwar einen simplen Eindruck machen, aber das Üble kommt erst noch. Böse Säule. Böse, böse Säule. Sie bleibt stehen, ich hab Angst. Das ist mir... Da komme ich mir gar nicht gut vor. Aber das Oberste, das sieht aus wie ein Gesicht, sieht irgendwie uncool aus. So. Sie ist schnell! Sie ist schnell! Böse schnell! Wow, 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 wow! Kaputt schlagen! Kaputt schlagen! Jetzt ist er gleich am Ausflippen! Ich dachte es zumindest. Ich war mir sicher, das war knapp! Ja, ja, genau das habe ich jetzt erahnt! Jetzt kommen nämlich die Stacheln raus. Und ich sehe gerade, es hat gar nicht so die Grafikfehler wie früher. Ich habe sie nämlich mal gespielt. Da sah das irgendwie total verpixelt aus, diese ganzen Stacheln, die da rausschossen. Aber schön, dass es jetzt so funktioniert. Ey, das ist doch nicht so schwer, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Aber wer weiß, was er sich noch einfallen lässt. Er hat halt eben ein großes Spektrum. Ha, schon besiegt. Haha, voll billig, Mann. Haha, nicht einmal abgekratzt. Geh kaputt. Na gut, okay, ich weiche lieber mal den Stacheln aus. Ich traue dem Braten nicht. So, Inka-mäßig gewonnen gegen ihre tolle Waffe. Yeah! Was? Getzelquatzel. Wie spricht man das aus? Ach, das ist eine Kuh. Quetzelquatzel. Ich kann es nicht aussprechen. Ist auch egal. Du fühlst dich stärker. Ja, und der Spirit ist verschwunden und ich finde eine neue Seite für meine Harfe. Gut, der voll. Natürlich setzen wir fort. Ha, das wäre ja total billig gewesen. Haha, ich habe die viel schwerer in Erinnerung. Na gut, da können wir jetzt auch noch in die vierte Welt starten, ne? Die meiner Meinung nach die schönste ist, aber merkt man wieder, wie deutlich der Schwierigkeitsgrad anzieht in Sachen Gegnern. Denn hier, die Gegner, die jetzt kommen, die werden uns in den späteren... weiterhin verfolgen. Nein, keine Brücke da! Nö! Aber wir müssen dort rüber. Wie kommen wir dort am besten hin? Ich würde mich ja gerne irgendwie umsehen. Na gut, wir müssen wieder zurück Richtung Dungeon Nummer 2. Dort müsste es eine Brückenanbindung geben. Ich bin mir zumindest sicher gewesen. Auf jeden Fall der nächste Dungeon, das ist wirklich der blanke Irrgarten. Also wenn man bei denen dann nicht wahnsinnig schwört, weiß ich ja auch nicht so recht. So, wo sind wir jetzt? Erstmal wieder Richtung drehen. Ah ja, da ist die Brücke. Da wollen wir lang. Und da sind wir wieder auf Gebiet Nummer 1. Mann, ist das eine Rennerei. Eine sinnlose Rennerei. Hm. Aber hier muss es doch irgendwo... noch eine Anbindung geben? Wo sind wir jetzt? Ah ja, gut. Okay. Schaffen wir den Sprung? Nein, wir schaffen ihn nicht. Doch, wir schaffen ihn. Ha! Wahnsinn. So, und jetzt? Dort gibt es noch einen, aber ich glaube, das ist das Sumpfgebiet. Oder ging es doch zuerst in den Sumpf? Nee, es ging nicht zuerst in den Sumpf. Aber werden wir gleich sehen, wenn wir die Brücke betreten. Ne? Ja, da ist noch eine Wolke. Und ich glaube, hier ist so ein komischer Schleimhaufen gewesen. Oder? I'm the spirit of Dollop. Oh, the Dollop. Hört sich an wie... Ich weiß auch nicht so recht. Nee, ich sag jetzt lieber nichts. Ja, ja, du kannst nicht passieren. Du brauchst erst den Passierschein A38. Na dann, schon mal weiter. Und, ah, gerade so geschafft. Und wo ist jetzt die Brücke? Ah, dort oben ist die Brücke. Alles klar. Ich finde mich zurecht. So mit Mühen, aber es geht. Und die Einstiegsmelodie von diesem neuen Dungeon, die ist wirklich sehr schön. Gefällt mir. Hat was. Oh oh, das geht daneben. Nein! Okay, ein paar Schrittchen. Na,
Glendal, mach doch nicht so einen Scheiß. Ja, dankeschön. Wenn du nur in den Dungeons auch so hoch springen könntest. So utopisch hoch. Nanu. Sind das jetzt die neuen Steine oder was? So, ah, verstehe. Aus den Strudeln kommen jetzt die Fledermäuse raus. Die brauchen jetzt schon 4 Schläge. Das tut mich nicht gerade betören, die hier irgendwie angreifen zu wollen. So, wir gehen jetzt einfach mal hier rein. Und lauscht der Melodie. Ist sie nicht wunderhübsch? So, erstmal machen wir den Geist so kaputt. Da liegt auch schon unser erster Schlüssel. Auch diese ganze Hintergrund und alles, das passt schon ziemlich gut. Nein! Ich wollte schon sagen, wir kommen nicht ran. You have a blue key. Ach was. Oh, und you have a green key. Yeah! Geht doch schon mal gut los. Gut, okay. Ups! Ja, geht wirklich gut los. Shit! Nein! Ich muss die neu einsammeln. Verflixt. Okay, nochmal das Vieh besiegen. Kotzt mich an! Und ich glaube, den Sand und den Hintergrund und alles, das haben sie, glaube ich, auch in Brutal Mario verarbeitet, beziehungsweise in Kidiko Mario. Okay, ich lasse mich jetzt mal so fallen. Nein, das Tor ist weiß und wir kommen nicht durch. Und oben, das ist rot, das heißt, dort kommen wir auch nicht durch. So ein Beschiss. Na gut, da müssen wir wieder rausgehen. Gibt's hier in der Nähe noch so einen Tunnel? Also hier so einen Dungeon-Zugang. Mal gucken, wo sind wir denn hier? Wir probieren es mal dort unten auf den grünen Flächen. Sieht irgendwie einladend aus. Ich sollte vielleicht mal die Kamera drehen, um hier besser zu koordinieren. Noch einmal drehen. Nein. Hier gibt's nichts zu sehen. Hoppala. So rum will ich's drehen. Und, na, nicht feststecken. Glendal. Das geht nicht. Wir müssen doch weitermachen. Lass mich vorbei. Wo sind wir jetzt? Ah, dort oben. Das sieht aus wie die Zentrale. Aber ich glaube, ich laufe erstmal hier runter. Oh, guck mal. Unser Freund. Den haben wir ja schon lange nicht mehr gesehen. Vielleicht kriegen wir von dir wieder ein bisschen mehr Lebensenergie. Das sieht aus, als würdest du mehr aushalten. Inzwischen. Kann es sein, dass das Kampffeld kleiner geworden ist? Ich habe irgendwie den Eindruck. Und es macht auch den Eindruck, als könnte ich nicht fliehen. Was mich noch weniger gerade eben erfreut. Na, wo wollen wir hin? Da willst du hin. Nein, nein, nein. Wo wollen wir hin? Nach vorne wollen wir. Ich kann ihn nicht erwischen. Ich will ihn auch wohl erwischen. Komm schon, du Troll. Ich mach dich zum Hinner. Stirb. Komm, eine Runde geht noch. Ja, das habe ich erahnt. Ich warte lieber. Na, was ist der nächste Zug? Freundchen? Guck mal. Nein, da klingelt das Telefon. Ach, Augenblick. Ich muss mal kurz Pause machen. Ach, auch das noch. So, ganz ruhig. Bloß nicht aus dem Konzept bringen lassen. Nur durch einen blöden Anruf. So, welche Richtung? Ah, du willst nach oben springen. Soll mir recht sein. Komm schon, stirb endlich! Blöder Troll! Ja, komm schon! Hab ich ihn? Ja, du fühlst dich stärker! Ist aber Wahnsinn! Uhu! Und wieder ein Troll besiegt! Jetzt muss ich den Bildschirm verlassen? Ha, wahrhaftig! Das war ja voll leicht, Mann! Und? Ja, gelandet! Sicher gelandet! Und, ja, hat auch gereicht. Nein, keine Fledermäuse. Hab grad keine Lust darauf. Wow, ist ja auch so ein großes Feld. Zumindest auf der Karte. Ah, schön diese Melodie. Hab ich eigentlich gerade eben nicht gebraucht, ne? Nein, abgestürzt, nein. Aber hier komme ich irgendwie wieder hoch. Ah, seht mal, ein Schlüssel. Ich trufe den grünen Schlüssel. Das wollte ich eigentlich sagen. Mann, ey, ich hab's doch eben auch geschafft, drüber zu springen. So, auf den letzten Pfiff. Und. Ah, oh, Gott sei Dank. So, zack, zack, noch ein Schritt. Und. Ja, geschafft.
Und No-Schritt. Nein! Wow! Das war knapp. Gott, Gott, Gott. Ja, ja. Wird nicht leichter, wie gesagt. Aber ich denke, das ist verständlich. Gott. Und nochmal hochklettern. Dam-di-dam. Ich will jetzt alle beide Schlüssel haben. Ohne Widerworte. Verdammt. Nochmal. Alle beide Schlüssel. Den weißen und den. Das andere, glaube ich, roter. Ja, genau. Hier brauchst du nämlich genau die gegenteiligen Schlüssel von den jeweils anderen Eingängen. Wie es scheint. Ob die Eingänge füreinander bestimmt sind? Ah! Nein! Immerzu stürze ich ab. Ein bisschen mehr Konzentration. Okay, auf ein neues. Und, spring! Und. Ah, shit. Nochmal. Dam-di-dam. Nein! Abgestürzt. Voll abgestürzt. Und hopp. Und hopp. Das reichte. Okay, jetzt aber. Komm schon. Yeah, wir haben den roten Schlüssel. Bloß nicht abkratzen. Das wäre jetzt echt fatal. Oh man, vor allem wenn ich zum weißen Schlüssel will, wäre das ja... Ach, verdammt, echt fatal. Okay, Plan B. Wir gehen jetzt erstmal die Leiter nach oben, auf dass ich mir zumindest den roten Schlüssel nicht nochmal holen muss. Das wird mir nämlich sonst zu viel geeiert. Also dann, nochmal hier rein. So, und hopp. So, und nochmal außerdem können wir die schöne Musik gleich nochmal anhören. Und hopp. Ja, hat gereicht. Und komm schon! Yeah! Gut. Hat spitzenmäßig funktioniert. Grün ist meine Lieblingsfarbe, die nehmen wir zuerst. Was ist denn das? Pilze? Und was macht der da drin? Ist so hingesperrt? Seltsam. Kann ich die nicht irgendwie besiegen? Leider kann ich hier drinnen die Karte nicht drehen. Das ist ja irgendwie... Ach, ich weiß wie. Wir haben doch einen tollen neuen Zauber bekommen, der sich Damage nennt. Und nochmal. Und nochmal. Aha, da gibt es sogar einen Token für. Also kommen wir hier definitiv ohne den Zauber nicht bis zum Boss. Ganz schön fies, wenn du mich fragst. Okay, wir nehmen erstmal den Spell Slow. Slow gefällt uns. Slow ist schön langsam. Oh, so eine herrliche Melodie. Nanu. Ach, die Viecher. Genau, die habe ich erwartet. Die können wir nämlich nur verletzen, wenn sie springen. Und wir müssen hoffen, dass sie nicht auf uns springen. Vielleicht springt er wieder normal in die Luft. Genau. Vielleicht springt er wieder. Scheiße, sie ist zu uns gesprungen. So eine blöde Perspektive aber auch. Stirb! Komm schon, stirb! Dankeschön. Toll, wollte schon sagen, gibt's dafür jetzt nicht? Ach, und da klingelt schon wieder dieses scheiß Telefon. Ich gehe jetzt nicht ran. Bin nicht da. Manchmal kann ich das echt nerven. Wo ist er? Da ist er. Sollen aufhören, mich anzurufen. Die sollen warten, bis mein Part vorbei ist. Ist ja nicht mehr lange. Yeah! Da haben wir schon den zweiten Token. Aber uns fehlt noch immer die neue Waffe. Und der Zauber. Nicht zu vergessen. Na gut. Da wir jetzt erstmal keine Schlüssel weiter haben, müssen wir gezwungenermaßen eh wieder abhauen. Also. Wir haben mächtig Magie verloren. Das passt mir eigentlich überhaupt nicht in den Kram. Aber das müssen wir wohl so hinnehmen. Gut, da kommen wir hier fürs Erste nicht weiter. Wo gibt's denn das Nächste? Vermutlich dort vorn. Ich vermute es zumindest. Kann ich drüber springen? Nee, ein bisschen knapp. Kann ich jetzt drüber springen? Oh, reicht. Wunderbar. Nur dieses Zickzack-Gelaufe. So, nichts wie schnell hier rein, bevor die Fledermaus kommt. Und wo kommen wir denn jetzt heraus? Oh je, yeah. Schon wieder sowas. Und hopp!
Jo, gut geklappt. So, wir haben auf jeden Fall noch einen weißen Schlüssel im Petto. Kein Problem, Mann. Ob das reicht? Komm schon, spring! Super. Perfekt gelaufen, würde ich mal meinen. Ich schau mal hier noch um die Ecke. Ich glaube, die müssen wir ein bisschen verarschen. Weggelaufen. So, du springst jetzt einmal so und einmal so. Wow. Geschafft! Na gut, bevor ich wieder angerufen werde, werde ich den Part an dieser Stelle beenden. Also dann, ich danke euch vielmals fürs Zusehen, sorry wegen des Telefons und tschüss, bis zum nächsten Mal.